Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FTL, Faster Than Light. Ja, beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben mit unserem schönen Schiffchen. Alles schön und gut, alles gut aufgeladen, ein bisschen Energie haben verteilt, volle Schildpower. Und ja, nur noch ein paar Sprünge bis zum Exit. Wir sind im fünften Sektor und wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Wusch. So, wir kommen hier raus und ein sehr schönes Sternensystem finden wir vor, allerdings nichts weiter. Es ist einfach nur ein schöner Anblick. Was wollen wir dann mit einem schönen Anblick? Wir springen weiter. Wusch. 13 Fuel, ja, es geht noch. Wir sind wieder an einem Exit Beacon angekommen und wir kriegen hier eine kleine Meldung von einem, der ein Problem hat, und der sagt uns über Funk, ja, wir haben kein Benzin mehr, also kein Treibstoff mehr, und haben uns ein Angebot zu machen. Wir können jetzt 2 Fuel abgeben, dafür 3 Drohnenparts bekommen, und wir sind nette Menschen. Wir haben noch genug Fuel, um weiterzukommen, Fuel reichen uns, und wir kriegen sogar noch ein bisschen was im Austausch. Also ist es fair, würde ich sagen, helfen wir den armen Leuten. Zack. Auch wenn wir die Drohnenparts nicht brauchen, aber das passt schon. So. Gut. Das war's dann in diesem Sektor. Die Rebellenflotte haben wir ziemlich weit hinter uns gelassen. Und ich würde sagen, wir springen in den nächsten Sektor. Ja, von den Nebeln habe ich ehrlich gesagt ein bisschen genug. Wir gehen einfach mal ein bisschen auf Gefahr und gehen in den rebellenkontrollierten Sektor. Woo! Ja, okay, hier sind wir im rebellenkontrollierten Sektor. Ja, das sagt eigentlich nicht viel, außer dass der Sektor von Rebellen kontrolliert wird. Sprich, wir könnten auf viele Rebellenschiffe treffen, wenn wir Pech haben. Wenn wir Glück haben, auf keine. Mal gucken. Wir kommen an einem bewohnten Sektoren vorbei und ein Händler macht eine Massendurchsage und erwartet oder verlangt einen, sagen wir mal, bezahlten Kämpfer, dass er ihm hilft. Und wir antworten ihm einfach mal. Und er antwortet uns auch. Also wir haben geantwortet, jo, können wir machen. Und er sagt, oh, super, ich war schon besorgt, niemand würde antworten. Und was wir hier machen müssen, wir müssen für ihn wichtige Fracht rumtragen. Ist ja nicht so, dass wir schon wichtige Fracht, irgendwie Daten für das Überleben der Föderation an Bord hätten, aber okay. Und er wird uns halt dafür bezahlen, wenn wir diese Fracht sicher dahin bringen, wo sie hingehört. Ja, das nehmen wir natürlich an. Kriegen jetzt schon ein bisschen was in Vorauszahlung. Gut, Drohnenparts, die können wir auch so gut gebrauchen. Und die Quest ist gleich hier drüben. Wahnsinn. Springen wir natürlich hin. Kommen an und ja, da sind wir jetzt. Wir finden eine kleine Raumstation. Und diese hat ein Notrufsignal rausgeschickt. Unerwarteterweise. Ja, wir docken natürlich an der Raumstation an und untersuchen die ganze Sache. Als wir diese Raumstation untersuchen, hören wir Schreie voll Furcht und Verrücktheit. Unser Team zieht sich lieber zurück zu unserem Schiff. Warte mal, jetzt muss ich sagen, was? Das ist ja verrückt. Eine ganze Reihe an schwer bewaffneten Wissenschaftlern auf der Verfolgung. Ja, und einer von unseren Crewmembern fällt während der Flucht natürlich hin, wie es in solchen guten Horrorfilmen der Fall ist. Und
Wir ziehen ihn auf unser Schiff und bereiten den Kampf vor. Okay, einer von unseren Crewmembern ist anscheinend verrückt geworden. Nicht der gute Attila, nein. Nein, nicht Attila. Nein. Okay, wie machen wir es? Jetzt müssen wir gucken. Ich will Attila ehrlich gesagt gar nicht. Gesamte Crew, Attacke! Es muss doch irgendwie einen Weg geben, wie wir Attila von seiner Verrücktheit befreien können. Erstmal nehmen wir hier ein bisschen weg und stellen da ein bisschen rein. Ah, sieht ganz gut aus. Ich will jetzt Attila nicht töten. Attila, komm zu dir. Was soll das? Wieder auf Position. Versucht Attila zur Raison zu bringen. Junge Attila, komm klar! Was soll denn das? Ah, das war bitter. Das war bitter. Der Attila ist total verrückt geworden und hat sich gegen uns gewendet, gegen seine eigene Crew. Oh Mann. Ein guter Waffenoffizier, der gute Artillerie. Er kommt in die Ehrengedenkhalle. Würde ich sagen, das hat er sich trotzdem verdient. Deine Dienste waren außergewöhnlich. Ist doch kacke. Ah, dieses Spiel macht mich so verrückt. Immer wieder neue Sachen, die mit denen man nicht rechnet. Bitter. Meine Güte. Tja, das war's dann wohl mit Attila. Jetzt haben wir nur noch von unserer ursprünglichen Crew die gute Cutter. Und den guten Don. Don R. Das ist echt bitter. Und der war Schlag. Aber wir haben einen wichtigen Auftrag. Und den müssen wir weiterverfolgen. Ich würde sagen, wir fliegen hier oben lang. Sicherlich noch die Rebellenflotte im Nacken. So, wir kommen hier an. Es ist noch Überreste von einem längst vergangenen Kampf. Aber es sind noch ein paar Teile hier am Rumschweben, die vielleicht noch nutzbar wären. Und wir kriegen 39 Scrap. 39 Scrap. Dann nehmen wir mal hier die Energie weg. Ah, das ärgert mich jetzt. Warum gerade Attila? Weißt du, hätte nicht einer von den anderen sein können. Ah. Gute Waffenoffizier. Ah, das ist echt ärgerlich. Na gut, wir müssen weiter. Wir dürfen uns hier nicht beirren lassen. So, wir sehen wieder einen auf dem Planeten. Wieder einen Broadcast von der Föderation. Und ja, auch wenn wir beim letzten Mal Leute verloren haben, als wir unsere Crew runtergeschickt hatten oder reingeschickt hatten, versuchen wir es hier einfach nochmal und gucken, was passiert. Wir finden einen Föderationsaußenposten und die sagen uns, schnell, wir haben gerade gehört, dass ein Schwestern-Außenposten, also ein weiterer Außenposten der Föderation, von den Rebellen entdeckt wurde und nun angegriffen wird. Wir sollten dir natürlich helfen, keine Frage. Wir kriegen hier erstmal ein bisschen Zeug und einen Questmarker. So, 29 Scrap, das ist doch schon mal ganz gut. Wenigstens haben wir keinen Crewmember verloren. Questmarker sagt, wir müssen dahin. Na gut, dann fliegen wir halt runter. Wir müssen ja unseren Leuten helfen. Oh je.
So, und hier kommen wir an. Und ein Rebellenschiff. Punkt 188. Ihr seid umzingelt. Wie alle eure letzten Föderationsfreunde. Sterbt endlich, sagen wir. Ja, und natürlich teleportieren sich welche bei uns aufs Schiff, aber das ist nicht das Problem. Wir machen einfach hier die Luken auf. Das ist boah, super frech, hä? Ich weiß, das ist echt super frech. So. Und die Waffen, die schießen alle auf die Schilde. Gebt ihnen. So, hier könnt ihr euch schon mal auf den Kampf vorbereiten. Machen wir hier die Türen wieder zu. Zum Kämpfen braucht man Sauerstoff. Unser Sauerstoffgenerator wurde getroffen, wie man hier sieht. Aber das Gute ist, er ist nicht deaktiviert. Er läuft immer noch auf halber Kraft. Die gute Katha kann sich da mal eben drum kümmern. Das wäre schon wichtig. Unsere Kampfcrew ist auch noch beschäftigt. Oh, der Maschinenraum getroffen. Bitter. Ich habe natürlich wieder das Autofire vergessen. Wie soll das anders sein? So. Ja, Mallet, du ziehst dich mal lieber zurück. Die Schilde sind runter vom Gegner. Und wir werden da jetzt einfach mal quer durch so ein Laser hier, so eine. Ein Hullbeam durchjagen. Einfach weil wir es können. So, die versuchen natürlich ihren Überlichtfluch zu starten, ist ja auch real. Schaffen sie eh nicht und surrendern lassen wir es auch nicht. Aufgeben ist nicht, das sind dreckige Rebellen. Dreckiger Rebellenabschaum. So, erstmal den Sauerstoff reparieren und der Gegner ist kaputt. Wir haben ein bisschen was abbekommen und kriegen 41 Scrap. Woo! Oh, haben wir jetzt richtig viel. So, erstmal die wieder mit Energie versorgen, die Medistation. Dann müssen wir hier auf jeden Fall den Maschinenraum wieder reparieren. Der darf so nicht stehen bleiben. Und sobald unser guter Willems heißt er. Hätten sie nicht Willems nehmen können. Warum Attila? Was sollte das? Mann. Egal. So, der ist wieder voll gehealt. Energie wieder auf die Triebwerke. Gucken, ob wir unser Schiff vielleicht noch upgraden können. Können wir noch einiges machen. Ich setze einfach mal ein bisschen. Ja, so, das war's auch. Einfach mal noch ein bisschen mehr Energie in die in den Antrieb. Das soll ja von Vorteil sein, dass wir auch mehr höhere Ausweichchancen haben, falls uns Raketen treffen oder ähnliches, dass wir da noch was reißen können. So. Ja, der gute Mallet muss jetzt natürlich die Aufgabe von Attila übernehmen. Na, aber macht man nichts. So. Und im Gedenken an Attila würde ich sagen, beende ich hier diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FTL, Faster Than Light. Und haut rein. Ciao, ciao.